Wasch auf, Kumpel! Wasch auf! Es ist furchtbar! Hallo, Donald. Guten Morgen. Wir haben ein Problem, Goofy. Aber so, das ist weiter. Oh, Königin Minnie? Nicht mal ihr. Daisy? Das ist geheim. Oh, guten Morgen, meine Damen. Was? Hey Freunde, ich bin's wieder, euer Sephiron. Ja, und ein weiterer Tag bricht an hier auf den Inseln des Schicksals. Tja, wir stehen noch immer hier, ne? Auf dem Steg ist auch gut so, denn wir sind, wie ihr seht, gerade angekommen. Und ja, wie gesagt, ein neuer Tag ist jetzt im Gange. Ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit... Ines und ich, wir gehen heute auf eine kleine Erkundungstour. Du weißt schon, zu diesem geheimen Ort, der hinter dem Riesenbaum ist. Irgendwas muss da doch sein, hm? Ja, ob da was ist, das wissen Sora und Riku. Nee, und Kairi. Werden wir bestimmt auch noch hingehen in dieses Versteck. So, jetzt aber zuerst eine Frage. Ach so, okay. Ja, kämpfen wir nochmal gegen Wacker. Nein, ich kann nicht. Nicht widerstehen, meine ich. Zeig mal, was du drauf hast. Okay, los geht's. Ah, scheiße, was war das denn? Da, ins Face, Alter. Bam, Alter. Nein. Boah, zu früh. Zum Glück nicht getroffen. Bam. Was? Wo schießt du denn hin? Boah. Das war ein Treffer. Autsch, au. Lass mich weg. Ui, knapp. Ja komm, spring zurück und bam. Nein. Fuck. Oh mein Gott. Jetzt werde ich aber nicht sterben, oder? Hier. Boah, zum Glück. Sora, Level up. Abwehrkraft ist gestiegen. Yeehee. So. Ich würde sagen, wir laufen zu Kairi, ne? Wo auch immer sie ist. Wo auch immer sie ist. Wir gehen zur Lagune, dem zweiten Teil der Destiny Islands. So. Oh, und Riku steht hier auch schon am Start. Ja, am Start ist das richtige Stichwort, denn wir werden jetzt ein Wettrennen starten hier. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Hm, mal sehen. Wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Ja, Highwind ist der Nachname von Cid. Cid werden wir noch kennenlernen im Verlauf des Spiels. Und Sora will das Schiff Excalibur nennen, also hallo. Hm. Wir nennen das Schiff, Ah, ich weiß, wie wir es nennen. Moment. Nee, Moment. Wie kann ich hier kleine Buchstaben... Ah, so, super. Habe ich schon mal eine Tastatur am Start und kann sie nicht verwenden, ne? Was für eine Schweinerei. Ja, die... Fleißigen Gucker haben Ahnung, wo das hinführt. Black Pearl, die schwarze Perle. Das Schiff von Jack Sparrow. Auf diesen wir übrigens auch noch treffen werden, aber das erst in Kingdom Hearts 2. Oh,
Ich? Naja, Black Pearl. Hey, wie wär's mit... Also wie immer, dann mal los. Was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Ja, die üblichen Regeln. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Ja, die Aufgabe, meine Freunde, ist es, diesen Stern da zu aktivieren. Gewinne und dann ich? Zurückzurennen. Bin ich Captain. Wenn du gewinnst, dann teile ich mir eine Papu mit Kairi. Hä? Huh? Abgemacht. Der Sieger teilt sich eine Papu-Frucht mit Kairi. Warte mal. Okay, Jungs, auf mein Kommando. Okay, das hier könnte sich als etwas schwieriger erweisen. Wie gesagt, ich spiele mit der Tastatur und da habe ich doch ein kleines Defizit so. Ah, verdammt, Mann. Und schon ist Rico in Führung gegangen. Ich glaub's ja nicht. Na okay, ich werde jetzt mal hier raufrennen. Das habe ich nie geschafft als Kind. Ich habe dieses scheiß Ding nie greifen können. Nein! Sora, du Vollidiot! Was machst du denn? Hä? Ich habe doch das Ding gegriffen. What the fuck? Warum springt er einfach so runter? Naja, okay. Auch okay. Wir werden sowieso verlieren, so wie es ausschaut. Und weil ich meine Kamera nicht drehen konnte, wegen der scheiß Wand, juhu, kann ich ja nicht mehr auf die Bäume springen. Okay. Rico hat sowieso schon gewonnen, so wie es ausschaut. Ja, ja, ihn noch einzuholen ist fast unmöglich. Obwohl er gerade nur so geht, ne? Mann, 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 was für ein Honke. Ah, oh, Dusch. Mist, steht 0 zu 1. Nein, fick dich, Rico, vergiss es. Ich will eine Revanche hier. Okay, ein Wettrennen. So, komm, nochmal. Fick dich, Rico, fick dich. Ja, diesmal... Ah, nee, er geht nicht rauf. Okay. So, wir haben knappen Vorsprung. Und jetzt geht's aufs Ganze, denn jetzt kommt eine schwierige Passage. Gerade so mit der Tastatur. Yay, wir haben es sogar auf einem Baum geschafft. Cool, aber Rico auch. Verdammt nochmal. Und das klappt ja richtig gut. Jetzt einfach nicht abfacken, Sora, bitte. Ja. Fuck. Diese Steuerung, nein. Ficken. Naja, egal. Jetzt steht's 1 zu 1. Yeah, Diamant erhalten. Super. Diesen können wir für ziemlich viel Geld verkaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Boah, Alter, das war aber knapp jetzt, ne? Ich sollte mir echt ein Pad zulegen oder so, ey. Würde das Ganze ziemlich vereinfachen. Jetzt will ich das Ganze aber nochmal probieren. Ey, komm, jetzt geht da rauf. Was ist das denn für ein Müll? Okay, naja, egal. Wir werden es gar nicht weiter erst versuchen. So, das hier ist das Floß, das wir gebaut haben. Und Kairi steht auch schon bereit. Ei, ei, Captain. Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also, Sora, du suchst ein Papadu-Ei, 3 Pilze, 2 Kokofrüchte, 3 Fische und Trinkwasser. Okay. Ja. Dieses Wasser können wir natürlich nicht aus dem Meer nehmen, weil, wie wir alle wissen, ist Meerwasser salzig, ja. Die Pilze haben wir diesmal ausnahmsweise nicht von uns, sondern von einer Höhle. Nee, wir wollen ja clean bleiben hier im Kingdom Hearts Let's Play, da gibt es keine dreckigen Pilze, nee, ich meine Witze über Pilzkrankheiten. Ja. So. Ich liebe diese Musik. Wir suchen Pilze und ein Wasserstelle. Und ein Wasserstelle, genau. So, jetzt haben wir hier eine Holzkiste. Die heben wir jetzt eine Runde hoch und rennen auf diese Mauer dazu.
So, lassen die hier fallen. Springen hier rauf, denn hier oben gibt's eine Truhe. Ja. Zack, zack. Eine Protiskette. Ja, meine lieben Freunde, die Protiskette ist der erste Schritt zur Stärkung. So, jetzt können wir auch erstes Mal hier das Inventar aufrufen und Sora diese, ja, Protiskette benutzen lassen. Ne? Wo haben wir denn die? Hä? Nee, nicht tauschen, rausholen natürlich. What the fuck? Bin ich doof? Hier gibt es nur eine High Potion und hier... Ach so, ja klar. Bin ich doof. So, hier, Protiskette. Abwehrkraft steigt geringfügig, also um 1. Super. Wir haben also schon Abwehrkraft bekommen vom Level Up und jetzt sogar noch von der Protiskette. Was kann uns jetzt also noch aufhalten? Ja, diese Frage lässt sich ganz leicht beantworten, meine Freunde. Und zwar ist das Riku. Und jetzt habt ihr auch gesehen, was passiert. Wenn wir da runterfallen. Gibt es hier Fische? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, die Fische gab es nur da vorne. Okay, okay. Check it, check it, check it out. Wir gehen also jetzt wieder in den Frontpart von der Lagune, beziehungsweise von der Insel. So. Okay. Da sind wir also wieder. Irgendwo hier soll es Fische geben. Ja, ich sehe da schon einige rumquirlen. Rumspirenzeln, ne? Meeresfische halten. Super. Da vorne ist der zweite. Ihr solltet die Fische am besten hier haben. Denn hier, ab hier müsst ihr schwimmen. Und hier seid ihr ziemlich unbeweglich. Also versucht die Fische im seichten Wasser zu orten. Und sie da direkt zu schnappen, ne? Seht ihr? So können sie ziemlich leicht ausweichen, so, wenn man schwimmt. Under the sea. So. Dritter Meeresfisch ist gefangen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz mal speichern. In die Baracke. Entschuldigt die Mini-Ruckler, die immer sind, wenn man, wenn das Spiel irgendwo laden muss. Das hat einfach damit zu tun, dass der Emulator so richtig, richtig viel arbeiten muss. Ja, so. Richtig, richtig viel. So. Zack. Level 3. Und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Oha, okay. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt noch zweimal mit Wacker, einfach um zu trainieren, damit wir im nächsten Part den Riku auseinandernehmen können, ja? Hey Sora, du könntest etwas Nachhilfe gebrauchen, ja, ja? Komm, kämpfe. Zeig mal, was du drauf hast. Wir brauchen noch einige Experience Points, beziehungsweise noch einige Level, um hier irgendwas reißen zu können bei Riku, denn dieser ist wirklich stark. Bam, Alter. Aus nächster Nähe in die Fresse. Zack. Ha. Bams. Alter, und wie perfekt habe ich den jetzt einfach mal gekillt hier. Hast du in letzter Zeit ganz schön trainiert, ha? Ja, mit dir, mein Freund. Hast du nicht gemerkt? So, gleich nochmal. Zeig mal, was du drauf hast. Bams! Schon wieder ins Maul. Zack! Und nochmal. Ausweichen. Nein, zu früh. Na, zu spät. Verdammt! So, jetzt aber. Bam! Aufs Maul! Ja, ihr seht, ich nehme schon, beziehungsweise er nimmt uns schon viel weniger Leben weg als vorhin noch. Das hat einfach damit zu tun, dass unsere Verteidigung sich mal verdoppelt hat. Die war auf 2 und jetzt ist sie auf 4, ne? Wir könnten eigentlich auch trainieren, indem wir einfach Bälle hin und her schmeißen, so. Zack, so zum Beispiel. Da bekommen wir immer EP. Oh, ja, gut, wenn man ihn besiegt. Hast du in letzter Zeit ganz schön trainiert, ha? Ja. So, noch einmal. Das dritte und letzte Mal. Ja, alle, alle guten Dinge sind 3, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Einfach ein bisschen trainieren, so mit Bälle hin und her schmeißen. Zack. Okay, jetzt ist er so ein bisschen angetrunken. Und jetzt müsst ihr wirklich zielen, wenn ihr die Bälle noch treffen wollt. So. Bam! Soll ich ihn versuchen, nur mit Bällen zu besiegen?
Das wäre doch geil. Bäm, Alter. Permanent einen auf die Fresse. Nein, zu früh. Ah. Komm schon. Die Mila kann fliegen wie die Sonne von über Fujiyama. Kennt ihr das? Das war doch früher so eine Volleyball-Anime-Sendung mit ganz vielen Frauen und nackten Körpern. Sabah. Mann, 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 meine Kindheit, die war so geil. Und jetzt stehen wir hier selbst am Strand und spielen Volleyball. Zack, und haben ihn einfach mal mit den Bällen ausgeschaltet. Hast du in letzter Zeit ganz schön trainiert, ha? Ja, ja. So, jetzt aber, meine Freunde, will ich euch gar nicht mehr weiter langweilen, denn für diesen Part ist die Zeit leider auch schon wieder um, ja? So, ich wünsche euch also noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Wenn ich noch nicht genug Feedback von euch bekommen habe, dann jetzt ein Aufruf. Wenn ihr das Projekt gut findet, ja, und wenn ihr das Spiel gut findet oder mich als Kommentator, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch oder schreibt einen Kommentar, wie ihr denn das Ganze findet. Würde mich sehr, sehr interessieren, da hier mein Lieblingsspiel am Start ist, ja. Ja, und das ist doch wohl ein Kommentar wert, oder? Oder ein Feedback wert, sagen wir es so. So, jetzt aber will ich mich verabschieden. Wir sehen uns das nächste Mal hier auf den Destiny Islands, wenn wir alle anderen herausfordern und ja, die Nahrungsmittel holen. Und ja, ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss, euer Sephiroth.